Einen wunderschönen guten Morgen wünsche ich dir. Wunderschönen Sonntagmorgen haben wir heute. Strahlendes Wetter hier im Saarland, wo wir gerade sind, bevor wir weiterreisen. Ich muss mal gerade hier in meinem Handy schauen, ob ich live bin. Ah, ich sehe hier sogar auf dem Computer, dass ich Zuschauer habe schon. Die Regina ist mit dabei schon. Regina, schenkst du mir mal ein Herzlein oder einen Daumen hoch, dass ich auch weiß, dass ich gut zu sehen und zu hören bin? Nichtsdestotrotz gehe ich hier auch mal noch auf meine Testseite. Ah, da kommen noch mehr Zuschauer rein. Sehr, sehr schön. Die Bianca ist mit dabei. Guten Morgen, guten Morgen. Schenk mir doch gern mal ein Herzlein hoch. Ein Herzlein hoch, einen Daumen hoch, damit ich weiß, dass das alles hier funktioniert. Oh, das ist auch weiß. Ja, scheint zu funktionieren. Die Andrea ist mit dabei. Guten Morgen. Schauen wir mal, bis alle hier eintrudeln. Genau. Wir entfachen ja heute so das Antivirus, das Antivirus. So schön, auch von Menschen umgeben zu sein wie dich, die ja etwas in der Welt verändern wollen, die ihre Botschaft entdecken wollen. Hallo, liebe Monika, guten Morgen. Die zu sich finden wollen, die in sich spüren, und ich glaube, da gehörst du auch dazu. Ich glaube nicht, sondern ich glaube, das ist wirklich so, dass du tief in dir spürst, das, was da draußen alles zurzeit abgeht, ist im Prinzip nichts anderes als hausgemachte Panikmache, um irgendwelche Dinge weiter zu kreieren von irgendwelchen Mächten. Und ich möchte jetzt hier auch gar nicht politisch werden und irgendwie was angreifen, bewerten oder beurteilen, sondern ich möchte dich hier dabei unterstützen, dass du es auch schaffst, bei dir zu bleiben, in deine Mitte zurückzukehren, auch in der Mitte zu bleiben. Und das ist ein Training. Je öfter man sich darin übt, umso länger gelingt es einem, umso besser gelingt es einem. Aber es ist jetzt auch nicht so, dass ich nie außer mich gerade, auch das passiert, gehört auch irgendwo dazu. Nur wenn du da mal dich ein bisschen drin geübt hast, hallo liebe Birgit, guten Morgen, und da ein Handling hast, dann kannst du immer schneller und rascher wahrnehmen: Ach, ich bin jetzt außer mich geraten, jetzt kann ich nochmal zu mir zurückkehren, in meine Mitte, und kannst viel, viel rascher feststellen, dass das, was da draußen abgeht, sei es jetzt, das, was morgen da abgeht oder aus noch vorhergehenden Tagen und Zeiten, auch noch aus dem letzten Jahr, was auch immer, kannst immer die Frage stellen: Ist das meines? Zu 99,5% wirst du die Info kriegen: Nee, ist nicht meines. Und dann einfach return zum Sender, zurück zum Absender, sodass du bei dir bist, bei deiner eigenen Kraft und Energie. Und ich habe ja hier schon zu diesem ganzen Thema Corona zwei Lives jetzt gemacht. Und vielen, vielen Dank für die tollen Feedbacks, die ihr mir da auch geschickt habt. Mein E-Mail-Postfach ist da auch übergequollen von persönlichen Nachrichten. Vielen, vielen Dank. Das freut mich sehr, dass ich dich da so im Herzen berühren kann und dir da wirklich hier jetzt Impulse schenken kann und darf, dass wir merken, was für eine Riesenchance es sich eigentlich jetzt hier hinter befindet, nämlich, dass wir wirklich mal erkennen, was für unendlich große Wesen wir wirklich in unserem Kern sind, welche Macht wir eigentlich haben und dass wir wirklich der Schöpfer, die Schöpferin unserer Lebenswirklichkeit im Außen sind. Wie wäre es, wenn diese ganze Mache, was da draußen gerade abgeht, gerade jetzt für dich erst recht so die Möglichkeit wäre, wirklich bei dir anzukommen? Und vielleicht zum ersten Mal oder eben auch verstärkt jetzt zu spüren: Wow,
Ich kann mir wirklich meine Welt so erschaffen, wie sie mir gefällt. Und stell dir mal vor, wir wollen ja alle letzten Endes den Weltfrieden. Und wo fängt der letzten Endes an? Der fängt nicht da draußen an, sondern der fängt bei uns selbst an. Und stell dir mal vor, dir gelingt es, gerade durch diese Herausforderung jetzt, wirklich hier bei dir anzufangen, mit dir ins Reine zu kommen, mit dir in den Frieden zu kommen. Genau zu spüren und zu wissen, dir kann nichts und niemand etwas anhaben, sondern du bist bei dir und trägst das raus. Was ist das ein Beitrag jetzt von dir für die Welt da draußen? Okay? Das ist im Übrigen mein Anspruch, meine Mission, warum ich das hier überhaupt alles mache. Gut. Und jetzt, liebe Julia, guten Morgen. Wen haben wir noch hier dabei? Die Monika, guten Morgen. Und noch eine andere Monika. Sehr, sehr schön. So, dann lass uns jetzt gleich mal in die Ruhe kommen, die Anleitung kommen, die ich so spontan als Idee hatte, um sie dir mitzugeben. Vielleicht schaut sie ein bisschen anders aus, als du jetzt denkst oder erwartest. Weil ich möchte jetzt hier dir keine Vorträge halten über gesunde Ernährung oder was du noch machen kannst, um dein von außen jetzt dein Immunsystem zu stärken und keine Ahnung was. Das gehört sicherlich alles dazu und da wirst du deine eigenen Ideen, Gedanken, Inspirationen und Anleitungen haben, wie du dich ernährst und. Oder was du vielleicht noch zusätzlich nehmen kannst. Weil letzten Endes alles, wirklich alles beginnt hier in unserem süßen Köpfchen. Das heißt, es geht darum, mal in eine andere gedankliche Energieschwingung zu kommen. Und allem, was wir aussenden, unsere Gedanken sind nicht nichts. Allem, was wir Aufmerksamkeit schenken, bekommt Energie und wächst. Und alles, was wir aussenden, docken da draußen unter dem Aspekt, dass hier alles eine große Energie ist, die Energien, die dazu passen an und die fließen wiederum in dein Leben. So ist dieser Kreislauf, uns jetzt irgendwie mal mit Worten zu beschreiben, damit auch der Kopf irgendwo was zu greifen hat. Deshalb würde ich jetzt gerne bei diesem Thema Gedanken und bei dir selbst und bei deinem Körper ansetzen. Bist du bereit? Okay, dann würde ich dich dazu einladen, mal eine bequeme Sitzhaltung einzunehmen, mal deine Augen zu schließen und gerne auch mal durch den Mund zwei, dreimal tief auszuatmen. Der Rücken darf möglichst gerade sein, sodass die Energie auch frei fließen kann. Spür mal die Sitzfläche, auf der du hockst. Nimm mit deinen Füßen, die nebeneinander auf dem Boden stehen, gern auch Kontakt zur Mutter Erde auf, die dich, die uns nährt und trägt und auch immer wohlwollend an unserer Seite ist. Sehr schön. Atme aus, mach dich leer, lass deine Schultern sinken. Lass dich in deinen Körper sinken und komm so ganz im Hier und im Jetzt, in deinem Raum, in dem du dich befindest, aber auch in unserem gemeinsamen energetischen Raum hier an. Lass den Atemstrom dann durch die Nase ganz leicht und frei ein- und ausströmen. Beobachte einfach einmal deinen Atemstrom. Der ganz natürliche Impuls, der da ist, des Ein- und wieder Ausatmens. Und dann lade ich dich einmal, dir ganz nach deinen eigenen Impulsen mal so drei Punkte in deinem Körper auszusuchen, die du jetzt ganz präsent wahrnehmen kannst. Vielleicht ist es die Sitzfläche, auf der du hockst. Vielleicht ist es zusätzlich noch deine Füße, mit denen du Kontakt zur Mutter Erde hast. Und vielleicht ist es ansonsten noch dein Körper.
Vielleicht ist es aber auch dein Herzchakra. Was auch immer, nimm so drei Punkte wahr in deinem Körper, um so ganz präsent einfach zu sein. Hier und jetzt. Und dann lade ich dich jetzt einfach mal ein, dir vor deinem geistigen Auge nochmal so eine goldene Schale vorzustellen. Wenn du visuell angehaucht bist, dann siehst du vielleicht die goldene Schale vor deinem geistigen Auge. Ansonsten mach es dir ganz einfach. Stell dir einfach vor, du denkst, vor deinem geistigen Auge ist jetzt eine goldene Schale. Als Zeichen für das Universum, das dir diese goldene Schale jetzt geschickt hat, damit du jetzt da mal alles hineingeben kannst, was nicht zu dir gehört. Stell dir jetzt einfach mal vor, mit dem Ausatmen, durch den Mund atmest du all das aus, was nicht wirklich zu dir gehört. Du musst keine besondere Situation vor deinen Augen haben, vor deinem Geist haben. Einfach vorstellen, all das, was jetzt nicht zu dir gehört, atmest du einfach aus und gibst es ab in die goldene Schale. All das, was du heute vielleicht schon aufgenommen hast, heute Nacht, gestern, die letzten Tage, die letzten Wochen und Monate, die letzten Jahre. Atme einfach alles aus, was nicht zu dir gehört und gib's ab in die goldene Schale. Mach dich leer. Mach's dir aber auch einfach, ganz so, wie es dir jetzt möglich ist. Wenn jetzt Emotionen aufkommen, vielleicht wie Trauer, wie Wut, wie Hass, wie Zorn, was auch immer es ist, sei dankbar dafür, dass das jetzt aufkommt. Ohne dem Aufmerksamkeit zu schenken, atme es einfach aus, gib es ab in die goldene Schale. Mach dir bewusst, es ist nicht deines. Alles, was sich nicht leicht und stimmig für dich anfühlt, ist nicht deines. Ist nicht wirklich wahr für dich. Ist nicht wirklich deine Wahrheit. Also erlaube es dir, das jetzt abzugeben, indem du dir vorstellst, wie du das über deinen Ausatmenstrom in die goldene Schale jetzt abgibst. Wunderbar. Sehr schön. Sehr, sehr schön. Und dann geben wir die goldene Schale gemeinsam ab ans Universum. Das Universum weiß ganz genau, wohin damit, was es damit zu machen hat. Um die Entsorgung brauchen wir uns keine Gedanken zu machen. Das ist nicht unsere Aufgabe. Die Augen bleiben weiter geschlossen. Wir sind ganz präsent im Hier und im Jetzt, in unserem gemeinsamen energetischen Raum hier. Und dann lade ich dich jetzt mal ein, mal jetzt nachzuspüren, wie geht's dir jetzt? Fühlst du dich jetzt ein wenig erleichtert? Wie geht's dir jetzt? Wie fühlst du dich? Was nimmst du wahr? Vielleicht fühlst du dich mehr bei dir angekommen, mehr in deiner Mitte angekommen. Schau mal, welche Veränderung du jetzt schon wahrnehmen kannst. Vielleicht kannst du auch wahrnehmen, wie die Energien der Ruhe, des Friedens und der Harmonie und auch der Gesundheit jetzt zu dir strömen möchten. Dann lade ich dich ein, mal jetzt bewusster einzuatmen. Stell dir dazu einfach vor, wie du jetzt die Energie der Ruhe einatmest. Wenn du magst, gerne auch ganz tief und genüsslich.
Die Energie des Friedens. Die Energie der Harmonie. Die Energie in der Gesundheit. Die Energien des Lichtes. Einfach vorstellen, wie es wäre, wenn du jetzt die Energien des Lichtes einatmen kannst. Das Licht sorgt für die Reinigung deines Körpers, unseres Körpers. Nicht nur des physischen Körpers, sondern auch unseres feinstofflichen Körpers. Stell dir gerne auch vor, wie du jetzt die Energien der Liebe einatmest, der bedingungslosen Liebe. Ruhe, Frieden, Harmonie, Gesundheit, Licht und Liebe. Erlaube dir mal, in diesen Energien jetzt zu baden. Erlaube diesen Energien Atemzug für Atemzug jetzt zu dir zu strömen. Erlaube diesen Energien sich auszubreiten, Atemzug für Atemzug in deinem ganzen Körper. Alle Zellen und Organe werden durchflutet und durchpulst von diesen Energien. Und ich lade dich dazu ein, diesen Energien auch zu erlauben, über deinen physischen Körper hinauszuströmen. In alle feinstofflichen Körper, auf alle Ebenen deines Seins. Atme ein und erlaube allen Ebenen deines Seins, erlaube dir, deinem unendlich großen Wesen, das du im Kern bist, in diesen Energien jetzt zu baden. Und zu diesen Energien zu werden. Fühl mal, wie sich das anfühlt, wenn du zu diesen Energien wirst jetzt. Wenn du mit deinem unendlich großen Wesen, mit deinem ganzen Sein, zu diesen Energien wirst. Wow. Zu den Energien der Ruhe, des Friedens, der Harmonie, der Gesundheit, des Lichtes und der Liebe. Wow, fühl mal, was das mit dir macht. Und fühl dich auch dazu eingeladen, wenn ich dir sage, dass du das in deinem wahren Kern eigentlich bist und schon immer warst. Dass nur so viele Schleier über dich gelegt wurden, die dich andere Dinge haben glauben lassen. Fühl mal, wie sich das jetzt anfühlt. Ist es leicht? Fühlt sich das leicht an für dich? Denn es ist deine Wahrheit. Es ist dein göttlicher Kern, ohne religiöse Behaftung, wenn ich von göttlichem Kern spreche. Wow. Sehr schön. Atme ein und aus. Dann lade ich dich jetzt ein, einfach den Atemstrom, den du jetzt einatmest, das machen wir 9 Mal hintereinander, den Atemstrom durch deine Nase einströmen zu lassen, durch deinen Körper zu ziehen, zu deinem Sakralchakra, das sich eine Handbreit unter deinem Bauchnabel befindet. Atme tief und genüsslich ein. Erlaube diesem Atemstrom, stell dir vor, wie du diesen Atemstrom einziehst in deinen Körper und bis zu deinem Sakralchakra strömen lässt. Das machen wir 1 Mal.
Ausatmen. Zweimal. Ausatmen. Dreimal. Ausatmen. Immer den Atemstrom bis zum Sakralchakra ziehen bzw. fließen lassen. Viermal. Fünfmal. Sechsmal. Siebenmal. Und das achte Mal. Und ein letztes Mal. Sehr schön. Warum zum Sakralchakra? Da liegt dein Potenzial, deine Gaben, deine Stärken. Deine wahre Kraftquelle selbst verbirgt sich da. Die Dinge, warum du mal hierher gekommen bist auf Mutter Erde und jetzt hast du da mal ganz bewusst Energie hineingeatmet. Und jetzt stell dir mal vor, wie jetzt dein Sakralchakra sich mehr und mehr öffnen und reinigen darf und wie aus diesem Bereich jetzt mehr und mehr noch all das herausströmt, was da nicht hingehört und so dein Sakralchakra gestärkt wird, sich öffnen darf und du so mehr und mehr deine Gaben, deine Stärken, dein wahres Potenzial erkennen kannst. Wow, sehr schön. Sehr, sehr gut. Fühl mal, was das mit dir macht, wie es dir dabei geht. Bleib so ganz bei dir. Dann lade ich dich ein, jetzt mal deine Arme auszubreiten. Die Augen bleiben weiterhin geschlossen, sodass du noch mehr in deiner Wahrnehmung besser bei dir bleiben darfst. Breite mal deine Arme aus. Stell mal so dein ganzes Sein auf Empfangen. Erlaube mal noch viel mehr von diesen positiven Energien der Ruhe, des Friedens, der Harmonie, der Gesundheit, des Lichtes und der Liebe zu dir zu strömen. Empfange diese Energien. Erlaube dir, diese Energien zu empfangen. Wow, sehr, sehr cool. Erlaube dich zu baden in diesen Energien, dich zu duschen in dieser Energie. Stell dir vor, wie eine regelrechte Dusche jetzt auf dich herabströmt. Atme ein und aus, ein und aus. Es gibt weiter nichts zu tun, als jetzt einfach nur diese Energien zu empfangen, da zu sein. Präsent zu sein, im Hier und im Jetzt, mit dir selbst, deinem unendlich großen Wesen und deinem Körper. Dann lade ich dich ein, deine Arme zu verschränken und dir selbst mal eine liebevolle Umarmung jetzt zu schenken. Und spür mal deinen Körper, spür mal, was dein Körper jetzt machen möchte. Ich meinen Körper frage, der möchte sich jetzt einfach so ein bisschen hin und her wiegen, der möchte diese Umarmung genießen mit mir selbst. Schau mal, was das mit dir macht und folge dann einfach diesem Impuls. Vielleicht mag dein Körper auch so ein bisschen hin und her schwingen. Vielleicht magst du einfach diese Umarmung mit dir selbst genießen, so bei dir selbst zu sein. Wow, sehr, sehr schön. Sehr gut. Und dann nimm einen tiefen und bewussten Atemzug. Löse nochmal die Umarmung. Öffne deine Augen.
Nimm deine Hände und geh mal zu deinen Ohrläppchen und beginn da mal ganz intensiv deine Ohrläppchen durchzukneten. Ganz intensiv deine Ohrläppchen durchzumassieren und durchzukneten. Weil in unseren Ohrläppchen, da sitzen ganz viele Meridiane, die da angesprochen werden, indem du deine Ohrläppchen so richtig gut durchknetest, die ganzen Ohren auch. Vielleicht kannst du das nachher alleine nochmal machen. Ich merke, wenn du mir hier zuhörst, selbst wenn ich hier rede, so richtig kräftig durchkneten geht nicht, weil dann höre ich nichts mehr und wahrscheinlich geht es dir auch so. Denn damit sprichst du dein gesamtes Energiesystem an, all deine Meridiane, das kommt aus der traditionell chinesischen Medizin, und stimulierst dein ganzes Sein, dein gesamtes Immunsystem. Das kannst du jeden Tag immer und immer wieder machen. Und wenn du mal kurz die Augen schließt und mal deine Ohrläppchen massierst, schau mal, was da passiert. Denn meistens möchte dir ein Lächeln auf die Lippen huschen, aufs Gesicht. Dann erlaube jetzt diesem Lächeln größer zu werden. Erlaube diesem Lächeln größer zu werden. Erlaube dir zu lächeln. Erlaube dir zu lachen. Weil, ein kleiner Geheimtipp, den ein Arzt mir die Woche, der liebe Volker Meissner, mir noch so nebenbei verraten hat: Viren mögen kein Lächeln. Also, Lachen ist angesagt, Lächeln ist angesagt. Wow! Wie geht's dir jetzt? Schreib mir doch mal deine Erfahrung, die du gerade gemacht hast, ins Kommentarfeld rein. Schreib es mir doch mal gerne rein, wie es dir jetzt geht. Ich hoffe, ich kann es sehen hier. Hallo, lieber Magi, hallo, lieber Martin. Schreib mir mal gerne rein, wie es dir geht. Ich schaue mal hier auf dem Handy, ob ich da Kommentare sehen kann, weil hier am Computer kann ich es mir gerade nicht sehen. Wenn es zu lange dauert mit dem Schreiben, wem geht es jetzt besser? Schreib einfach mal ein Ich rein oder schenkt mir mal einen Daumen hoch oder ein Herzlein. Wem von euch geht es jetzt besser? Das geht vielleicht am schnellsten. Und wer von euch möchte gerne mehr davon? Wer von euch möchte gerne mehr davon? Denn aufgrund des vielen Feedbacks die Woche hier zu meinen Gedanken, die ich da mit dir geteilt habe, würde ich dich gerne die nächsten 30 Tage, oh danke, 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 danke. Ich würde dich gerne die nächsten 30 Tage hier begleiten, dass wir jeden Tag in diese Energien eintauchen. Wow, vielen, vielen Dank. Und dass das eine wunderbare, große Runde wird, dass wir jeden Tag in diese Energien eintauchen und da draußen diese Impulse setzen. Das ist das Allerbeste, was wir jetzt tun können. Zu uns zu finden, diese Chance zu nutzen, zu uns zu finden. In die Ruhe, in den Frieden, in die Harmonie, in der Gesundheit, in die Licht, in das Licht einzutauchen, in die Liebe einzutauchen, die bedingungslose Liebe. Und die von uns nach draußen senden, dann haben irgendwelche Mächte, was auch immer dahinter steckt, keinerlei Chance. Gegen bedingungslose Liebe hat niemand eine Chance da draußen. Es gibt nur zwei Dinge, warum mehr Menschen agieren. Wow, ich bin gerade so berührt von euch, von dieser Energie, die sich hier ausbreitet, dass mir jetzt gerade die Tränen kommen. Danke. Es gibt immer nur zwei Dinge, warum wir Menschen agieren. Aus der Liebe heraus oder aus der Angst heraus. Unter Angst gehören diese Energien Neid, Wut, Hass, Zorn, Angst zu kurz zu kommen und was auch immer. Bedingungslose Liebe kann nie verletzen. Bedingungslose Liebe kann immer nur heilsam wirken. Und deshalb habe ich mir überlegt, ich würde dich gerne hier 30 Tage lang begleiten.
dass wir jeden Tag in diese Energien eintauchen und das mal ans Universum aussenden. Dass wir da unsere Energien bündeln und ja, zur Heilung von uns selbst zu beitragen und damit letzten Endes als Folge zur Heilung unseren Beitrag leisten, jeder für sich, für unser Umfeld, für Mutter Erde, für alles, was ist. Man könnte es als einen großen Bewusstseinsprozess, als einen Quantensprung im Hinblick auf Bewusstsein ansehen. Denn allem, was wir Aufmerksamkeit schenken, bekommt Energie und wächst. Und stell dir mal vor, wir alle kommen so im Fluss des Lebens an. Wie wäre es, wenn genau jetzt der richtige Zeitpunkt wäre, diese Fähigkeit zu entwickeln, wenn wir das jetzt als große Chance sehen könnten, oh, diese Fähigkeiten in uns zu entfalten und zu entwickeln. Was können wir da Großartiges draußen bewirken? Das ist mein Anliegen, das möchte ich mit dir gemeinsam die nächsten 30 Tage hier entfachen. Und es gibt dazu eine separate Facebook-Gruppe, ganz neu, vor einer Stunde gegründet, raus aus Mangel und Orientierungslosigkeit, rein in die Seelenfreude, weil unser Herz und unsere Seele, denen können wir keinen größeren Gefallen mehr tun, als da wirklich bei uns selbst anzukommen. Wenn du bei dir selbst ankommst, in deiner Mitte, wieder eins wirst, wegkommst vom Getrenntsein, sondern wieder eins wirst mit deinem Herzen, mit deiner Seele, mit deinem wahren Wesen. Was wäre, wenn jetzt der richtige Zeitpunkt wäre? Und ich lade dich herzlich ein, in diese Facebook-Gruppe zu kommen, raus aus der Orientierungslosigkeit, raus aus dem Mangel und Orientierungslosigkeit, rein in die Seelenfreude. Ich werde da jeden Tag um 12 Uhr live sein, um dir Impulse zu schenken, Anleitungen, Heilungsimpulse, wird natürlich auch für Fragen da sein, um mit dir gemeinsam so die nächsten 30 Tage zu gestalten. Warum um 12 Uhr? Vielleicht kennst du mich schon länger. Ich bin ja ansonsten auch gerne ein Freund, schon mit diesen Dingen in den Tag zu starten und schon morgens ganz früh in der Richtung Impulse zu schenken. Aber ich habe mir diesmal überlegt, ich mache das mittags um 12, weil es sind so viele wunderbare Menschen hier in unserer Community, die ja auch ihre eigenen Rituale haben, die ihre eigenen ja, Abläufe morgens haben, wie sie schon in den Tag starten. Oder andere sagen, nee, ich kriege das morgens nicht gebacken, ich stehe halt wirklich so um gewisse Zeit auf und dann muss ich noch dies und jenes machen, mich um Haushalt und Kinder und was weiß ich nicht alles kümmere, dann nicht noch irgendwie auf Facebook einklinken und dann noch schon in den Medien unterwegs sind oder was auch immer. Deshalb mittags um 12 live hier in der Gruppe. Ich denke, das bekommt jeder von uns hin. Und vor allem hast du dann am Vormittag vielleicht schon den ersten Kram, den du gar nicht aufnehmen wolltest, was auch immer es ist, sei es Wut, Hass, Zorn, Neid oder bist schon mal außer dir geraten oder merkst, boah, jetzt könnte ich mal so einen Energiekick gerade gebrauchen. Vielleicht hat das der Vormittag dir irgendwie schon übergestülpt oder du hast es dir überstülpen lassen, was auch immer. Und um 12 Uhr wenden wir das dann. Um 12 Uhr wenden wir das dann in dieser Gruppe gemeinsam, sodass du wieder bei dir ankommst. Sodass du wieder in deine Mitte findest, sodass du das gleich wieder zurückschicken kannst an den Absender und bei dir ankommst. Und du bist mental ausgerichtet für den weiteren Tag. Deshalb mittags um 12. Und steht natürlich auch als Aufzeichnung zur Verfügung. Wenn du mal nicht dabei sein kannst, dann schaust du es einfach später an. Und selbst wenn du irgendwo auf der Arbeit bist, ich denke, das ist auch so eine Mittagspausenzeit, da kann jeder mal so
Eine Viertelstunde sich kurz hier auf Facebook einklinken und da mal mithören und da einfach mal dabei sein. Also das werden keine ellenlangen Vorträge von mir sein, sondern kurz und knackig, dass es dir auch ermöglicht, da wirklich das in deinen Tag zu integrieren und dabei zu sein und so dauerhaft in ein anderes Statement zu kommen. Lass uns da gemeinsam zur Heilung, gerade zum jetzigen Zeitpunkt, beitragen. Okay? Wie kommst du in die Gruppe? Was ist der Energieausgleich? Ich mache es dir da ganz einfach. Habe jetzt nichts groß mit Produkt erstellt oder so. Möchte es dir da wirklich ganz einfach machen. Es gibt einen PayPal-Link, den schreibe ich dir gleich gerne ins Kommentarfeld rein. Mit 147 Euro bist du dabei. Einfach überweisen mir an irmgardbronder@t-online.de einen Bildschirmabgriff schicken, sodass du dabei bist. Ich schicke dir auch den Link in die Gruppe jetzt hier schon. Kannst eine Beitrittsanfrage stellen und dann sehen wir uns. Wann starten wir? Wir starten schon morgen. Lass uns da keine weitere Zeit verlieren. Wir starten schon morgen in dieser Gruppe, in dieser Community die nächsten 30 Tage. Genau. Ich bin da an deiner Seite. Beantworte natürlich auch Fragen. Es wird ein eigenes Feld geben, wo du all deine Fragen noch stellen kannst, was so tagsüber aufgeht. Das werde ich dann auch immer in diese mit täglichen Posts mit aufnehmen und da an deiner Seite sein, dass wir da ein wunderbares Energiefeld gemeinsam entfachen können, damit ich suche gerade die richtigen Worte, damit das, was da draußen geschieht, ich versuche es gerade bewertungsfrei von mir zu geben, weiter keine Chance hat, es geschehen zu lassen, sondern dass wir, du und ich, unser wahres Licht daraus in die Welt tragen. Okay, also morgen geht's los. Ich schreibe dir das jetzt gleich hier noch rein. Und dann sehen wir uns in der Gruppe die nächsten 30 Tage regelmäßig mittags um 12 Uhr. Raus aus Mangel und Orientierungslosigkeit, rein in die Seelenfreude. Lass uns unser Licht da entfachen und unsere Botschaft gemeinsam daraus tragen. Energetisch. Allem, was wir Aufmerksamkeit schenken, bekommt Energie und wächst. Und lass uns gemeinsam diesen Dingen Aufmerksamkeit schenken. Du bist viel, viel größer. Du hast so eine tolle Botschaft, so tolle Gaben und Stärken in dir. Lasse uns entfalten und die jetzige Zeitqualität dazu nutzen, das rauszutragen. Okay? Alles Liebe, wir sehen uns. Vielen, vielen Dank, ihr Lieben. Ich bin so im Herzen berührt. Danke, danke, danke. Bis dann. Ciao.